Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim, die Elder Scrolls 5. Eine Menge Stahl zu schmieden. Es ist ein ehrliches Handwerk. Ich werde euch beibringen, was ich kann. Schmiedekunst verbessert. Es ist ein ehrliches Handwerk. Nein. Ich werde euch bei... Preist die Götter. Preist die Götter. Er hat schon wieder mehr Gold. Cool. Eigentlich wollte ich nur Emerzbang haben. Aber gut, ich will mich nicht beklagen. Tja, steige die Gesundheit um 50 Punkte. Das war mal eine schöne Rüstung. Doch jetzt haben wir eine unverkäufliche Rüstung erscheint sogar. Nee, warte mal, hier. Gib mir meine Rüstung wieder. Wo bist du? Oh Gott, der nimmt ja viel zu viel dafür. Na super. Ich habe mich verkauft. Wenn ihr Geld loswerden wollt, ne? Dann müsst ihr einfach nur verkaufen und zurückkaufen. Verkaufen, zurückkaufen. Dieser Sack, der zieht euch so viel ab. Gib mir Emerzbarren. Du hast doch welche, ne? Ja. So. Wir machen jetzt unseren. Harnisch. Exquisit. So. Sind dadurch so gut wie unbesiegbar geworden im Endeffekt. Weiß gar nicht, wir sind ja ein bisschen besser in Dings herstellen. Können wir. Ne, können wir noch nicht. Wir sind eigentlich zu schwach noch dafür. Könnten wir eigentlich bessere Bögen machen, ne? Pfeile, meine ich. Sonstiges. Naja, egal. Gut. Wir hatten noch eine weitere Verbesserungsmöglichkeit. Quecksilberbarren. Zwergische Metallbarren. Kann ich irgendwas schärfen? Oder Waffen verbessern? Der wahrscheinlich eher nicht mehr. Den auch nicht. Gut, wir sind eigentlich so ziemlich gut ausgerüstet. Jo. Okay. Speichern. Und was können wir jetzt machen? Ethereum-Splitter. Zwei haben wir bereits einfach so entdeckt. Können natürlich das machen. Alduins Mauer ist die Hauptquest. Das. Gut. Wir fragen mal Ayla. Soweit ich weiß, fehlt da eigentlich noch was, ne? Ich sag, solange wir Quests haben, hört dieses Let's Play nie auf. Da stehen sie schon. Und warten auf mich. Freunde wie ihr sind schwer zu finden und ich schätze sie sehr. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Ich suche nach Arbeit. Der Jarl von Huffinger hat uns um Hilfe gebeten. Schon wieder? Scheint, dass sich Raubtiere dort niedergelassen haben und Bauern und Reisende. Jemand muss da rausgehen und sich um die Bestien. Ich wusste, dass wir auf euch zählen können. Kümmert als euch das um Kaiserreich sich dem. Das ist wieder typisch. Begonnen. Kammerjäger. Ja, ja, mach deine Arbeit und geh weg. Oh ne, schon wieder Eistroll. Ey, das ist immer so ein mach dies, mach das Artefakt. Aber wir haben bald Level Up. Seht ihr? Warum eigentlich? Wir haben eigentlich nichts groß gemacht. Ach so, doch, wir haben
Schmiedekunst gelernt. Deswegen wahrscheinlich. Und da ist Mescarim wieder abgeschmiert. Soll ich es noch kommentieren? Nö, ne? Der wievielte Absturz war das? Könnt ihr mal die letzten 300 Folgen mal sehen und schauen und sehen, wie viele Abstürze das waren? Würde mich mal interessieren. Schreib's doch in die Kommentare. Schreib's in die Kommentare, fangen wir damit denn an. Was war das denn? Kannst du mal sterben da vorne? Ich hab's eilig. Wow. Da mal eben ein Action-Foto geschaut. Oh. Also das ist das Plumpsklo Gottes, definitiv. So. Nein, Blut. Oh. Oh, er holt zum letzten Schlag aus. Kehre zu Ayla. Ayla. Zurück. Ayla, ist das nicht so eine Buttermarke oder sowas? Ein orgischer Zweiter. Gold. Mann, ich wollte nicht so viel Geld mit der hier da gerade. Ja. Das dauert mir zu lange. Warte mal. Das klappt nicht. Oh. Zack. Last mistake. Last mistake. So. Die Hochelfen, auch Altmeer genannt, da steht der Text nochmal, sind die Bewohner des Somerset-Inseln. Nicht so wie ich sagte mal, Talmor. Ja, ja. Bestes Skyrim-Player ever, ne? Nennt er die Hochelfen mal eiskalt Talmor? Boah, ich habe immer Angst, dass das Spiel abkackt. Das macht es übrigens auch immer dann beim Save. Also, ich meine natürlich bei mir zu Hause beim Save. Dann stürzt das Spiel ab, wenn ich dabei gehe. Also wenn ich Kammerjäger Aufgaben suche, dann muss ich zu Eldar gehen. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Habt ihr Ratschläge für... Das hört man gerne. Hier euer Anteil an der Bezahlung. Das ist auch nicht unerheblich. 300 sind es immerhin. Dann gehe ich mal. Ihr wart ein guter Freund für mich. Das bedeutet mir etwas. Das sind aber auch nur drei eigentlich, die Aufträge haben. Ich bin dafür, wir machen... Ich habe gehört, dass... Ich weiß nicht, was sie sagen wollen. Hier dreht sich anscheinend alles nur um hin und her laufen. In der Forge. Was ist hier eigentlich? Begleiter kann mir nicht folgen. Totem der Jagd. Totem der Bruderschaft. Totem der Furcht. Was für Effekte habe ich denn jetzt alles? Gar keinen.
Nicht direkt. Die haben anscheinend alle gar keine Effekte. Ja, die kann hier zumindest nichts auslösen. Die Dämmerung behütet uns alle, Wächter. Bis zum nächsten Mal, Wächter. Gut, tja, ich habe irgendwie keine Lust mehr auf diese eine Quest. Was ist eigentlich mit dem hier? Habe ich den verbuggt? Huch. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Den habe ich anscheinend verbuggt. Also die Quest lässt sich nicht mehr deaktivieren hier. Ja gut, ich kann ihn ermorden. Ist natürlich auch nicht, was das bringt. Naja. So richtig was haben wir tun, wenn. So richtig was haben wir nicht mehr, ne? Suche nach dem Ethereum-Splittern. Gibt es da zwei von, oder? Es gibt anscheinend nur den einen. Im Sulft. Rein theoretisch darf ich mich nicht direkt dahin porten. Muss es aber tun. Gut. Dann porte ich mich mal dahin. Die große Statue von Ingtand ist das einzige bekannte Nord. Msulft. Welcome back. Ist der Drache eigentlich immer noch deiner mit der Ir? Den müssen wir mal jagen gehen. Ich glaube, das machen wir, wenn wir durch sind hier. Dwarven Storeroom. Ich bin gespannt. Nochmal zur Erläuterung. In Arktams begegne ich Katria, einem Geist auf der Suche nach mythischen Ethereum-Schmiede. Gemeinsam fanden wir einen der vier Ethereum-Splitter, aus denen der Schlüssel zur Schmiede besteht. Sie ging weiter, um auch die anderen zu suchen, und drängte mich, das Gleiche zu tun. Da seid ihr ja. Geht mir doch bitte bei dieser Tür zur Hand. Ja, Moment, ich muss mal eben hier was einsammeln. Wow, would you look at that? Boah, bist du laut. Könntet ihr das für mich erledigen? Ich habe leider keinen Dietrich. Och, du Scheiße. Ja, da hinten ist er auch schon. Ich habe leider keinen Dietrich. Aber Experte ist ganz schön hoch. Das wird eine Weile dauern. Hm? Mist. Ey, das war ja doch einfach. Boah, das war Experte. Das war ein Level-Up-Wert. Neue Stufe. Stufe 42. Schau in den Sternen, was du machen kannst. So, ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen auf Ausdauer, oder? Ne, Gesundheit, wir machen die 300 voll. So. Wie war's mit Schmiedekunst? Ich könnte ja eigentlich auch hier... Weißt du, was geil wäre? Eine Drachenrüstung. Erfordert 100. Wir sind ja auf dem besten Wege, würde ich doch sagen. Wir gehen da oben in die Richtung, ne? Zwergische Schmiedekunst. Für eine Weile dauern, dahin zu arbeiten. Nun, los! Nehmt ihn! Die Tür geht zu. Der ist auch auf dem Knopf postiert. Der Wehmer Metallbarren. Ja. Tschüss, Freiheit. Danke nochmals für eure Hilfe. Was, der geht nicht zu? Das war, was, der dritte? Na gut, jetzt fehlt nur noch einer. Wir treffen uns am Ziel. Der dritte. Der dritte große
Mach die Tür auf. Hollalalalala. Lalalalala. Seht ihr so viele Barren? Seht ihr so viele Barren? Oh ja, das ist erstmal eins. Und das ist noch niemals so schwer für mich. Hurra, hurra. Meine Truhe, die ist jetzt da und leer. Oh, da liegen zwei Dietriche. Schön. Gut, dass sie da liegen. Du solltest besser gehen. Gut. Wie schon in dieser Folge erwähnt, mache ich mich auf nach Weißlauf. Nein. Was? Ich habe rechts irgendwas gehört. Ich gehe jetzt runter, mach den Drachen tot. Ja? Ihr habt richtig gehört. Ich gehe jetzt zu dem Drachen, der unten rumfliegt. Der geht mir schon seit 3, 4, 50 Folgen auf den Sack. Dings kommt nicht mit, okay. Ist schon recht. War das ein geiler Schuss? Der ging sogar daneben. Not impressed. Der hat nun. Oh. Ich war's nicht. Uff. Ja, komm, spielen wir mal. Er begattet mich. Bleib stehen, ich muss dich ja noch einsaugen. Das war jetzt ein anderer Drache. Hallo? Hallo? Ich bin das Drachenblut. Dragon hat Seelenfalle wieder. Warum sauge ich ihn gerade nicht ein? Hallo? Ey, kann mir einer sagen, warum ich den gerade nicht einsauge, aber ein gutes Bild gibt habt? Stimmt gerade was mit der Ausblendung nicht. Sag mal, was? Warum? Irgendwas stimmt hier nicht. Eigentlich müsste das doch weggehen. Sie brennt auch. Warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Speichern? Skybug ist zurück. Huch. Da. So, dann, nur ins Hauptmenü, bitte. Ey, das ist super merkwürdig. Ich lade mal wieder und dann hoffe ich, dass der Drache dann weg ist. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Bis dahin, bye bye.